Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Wie viele von uns mögen wohl heute gedacht haben, als es gegen Abend ging, endlich Licht am Ende des Tunnels. Endlich geht ein langer Tag zu Ende. Endlich kann ich mich vielleicht auch auf das konzentrieren, was mir wirklich Freude macht. Endlich habe ich etwas Zeit für mich und vielleicht auch für Gott. Beim Propheten Jesaja heißt es, nachdem er vieles ertrug, erblickte er das Licht. Ja, manchmal ist uns viel aufgeladen in unserem Leben, im Kleinen wie im Großen, mit beschwerlichen Dingen oder wirklich existenziellen Bedrohungen. Doch die Verheißung gilt, dass am Ende immer das Licht siegen wird, dass am Ende eines dunklen Tunnels, solange er auch sein mag, das Licht des Herrn auf uns wartet. Manche mögen es in dieser Welt und Zeit nicht erreichen. Doch als Christen hoffen wir darauf, dass dieses Licht existiert und dass es uns einst voll umfangen wird. Jeden Tag können wir uns in dieser Hoffnung einüben. Jeden Tag erwartet uns das Licht des Herrn. Wenden wir uns ihm zu und lassen wir uns von seinem Licht bescheinen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, dein Licht ist so groß, dass es alle Finsternis besiegt. Dein Licht ist so groß, dass es uns immer wieder Kraft und Energie schenkt, auch manch Dunkelheit in unserem Alltag auszuhalten. Und dein Licht erleuchtet jetzt auch diesen Abend und lässt uns hineingehen in einen neuen Tag, an dessen Ende wieder du auf uns wartest. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.